Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen bei Sensor Survivor hier. Und sicher habt ihr euch bestimmt schon mal gefragt, wie dieser Kerl YouTuber geworden ist. Dieses Geheimnis wollen wir heute lüften. Ich erkläre euch oder ich zeige euch, was ich vorher gemacht habe, wie mein Leben vorher war und wie ich letzten Endes YouTuber geworden bin. Ja, ich hatte schon immer einen Hang zu sportlicher Betätigung und so schaffte ich es mit Anfang 20 mich an die Spitze der Fußballnation Deutschland hochzuarbeiten. Ich war ein gefeierter Star auf dem Rasen. Auch die Filmangebote ließen danach nicht lange auf sich warten. So zog ich mich aus dem sportlichen Geschäft zurück und widmete mich den großen Rollen im Leben. Und auch als Model machte ich keine schlechte Figur, war gefragt in Paris und Mailand, zierte die Titelseiten der großen Journale. Und auch mit meiner Musikkarriere ging es steil bergauf. Aber was soll ich sagen? Eines Tages ist auch die schönste Zeit vorbei und so erging es auch mir und ich versuchte mein Glück im öffentlichen Dienst als Polizist. Mehr schlecht als recht. So, nun wissen wir es. Und ja, schade drum. War schön, aber eine schöne Zeit, aber auch die beste Zeit geht einmal vorbei. Nun bin ich YouTuber und schlimmer kann es ja nicht mehr werden, oder? Stop you from doing what you love. You are in control.